Heimatknochen einsetzen. Den vorher hier nach oben bringen. Kurz gucken, wo sind wir hier? Na, okay, da kann ich aber auch eben schnell darüber rennen. Quasi einmal Vollgas. Einmal zum Feuerwehrmann schreien. Zack, bumm. Und dann geht's zu den Diakonen des Abgrundes. Ja, weil die müssen nämlich mal endlich mal kaputt gehauen werden, die Diakone. Die kleinen, dreckigen. Ganz schnell noch zum Schmied. Einmal die Waffe ein wenig. Waffe verstärken. Wenn es geht, geht. Jawohl. Uchigana plus 4. Pretty, be careful. Aber nicht. So. Bei ihr. Welcome, Husby. Very well. Then touch the take nourish. Holen wir uns, was holen wir, um unsere Ausbar. Geschicklichkeit, Kondition. Farewell. So, Kondition. Ah, how. Und einfach aus Sicherheitsgründen ein paar Pfeile. Man weiß ja nie, was man so braucht. Alles klar. Jetzt gehen wir einfach wieder übers Rosaria Schlafgemach. Treppe runter. Jetzt ist nur die Frage. Diese blöden. Schwarzen Ritter wieder da sind. Ich glaube nämlich schon fast schon. Da muss ich mir noch was überlegen. Yep. Also zumindest die Mönche sind wieder da. Ritter glaube ich auch. Ich bin jetzt heute mal einfach noobig unterwegs, setze eine Glut ein. Yes, sir. Jetzt geht's auf zu den Diakonen des Abgrundes.
Meine Güte, jetzt läuft der da. Hat er auch noch was gedroppt, damit ich ja bloß noch gereizt bin, da hinzugehen. Ah, der Rock des Diakons. Ja, jetzt machen wir einfach mal Kasala. Einfach dran vorbei. Einfach dran vorbei. Scheiß drauf. Das sind unsere beiden Gehilfen jetzt. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach nochmal die angreifen, aber warum sollte man das denn machen? Da 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 da, die Diakone, die Diakone. Epicness. Sehe nicht. Da ist der Diakon. Ihr seht, diese rote Flamme, die geht dann immer auf einen anderen Diakon über. Und der gilt in dem Moment dann als Hauptdiakon. Alle anderen werden auch spät wiederbelebt. Wo ist der Hauptdiakon? Wo ist er? Komm du, Diakon. Jawohl. Der Diakon des Abgrundes war besiegt. Wow. Eine ziemlich episch aussehende Schlacht an sich. Wenn man weiß, was zum Tun ist, ist tatsächlich relativ einfach. Also wichtig ist immer diesen einen angreifen, der die Flamme hat. Alle anderen werden automatisch wiederbelebt. Und ab der zweiten Phase laufen da auch so ein paar etwas dickere Gestalten rum, die diese blauen Roben anhaben. Und die beschwören etwas hier oben, was irgendwann runterrieselt, wie der Abgrund oder was auch immer, wie man es nennen soll, was einen dann einfach so ausschaltet. Ihr seht es an den Blutflecken, auch dieser Gegner ist nicht ohne. Aber durch die zwei Unterstützer war das jetzt letzten Endes doch etwas einfacher. So, ich gehe jetzt hier noch einmal joggen im Kreis. Schau mir hier nochmal diesen wunderschönen Kandelaber an. Setz mich dann ans Lagerfeuer. Ich sag schon mal tschüss. Ich reise jetzt in den Feuerbannschrein.
Guck mir schon mal ein bisschen die Rüstungen an. Aber das war's auch erstmal. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start ins neue Jahr. Bis dahin, beste Grüße. Lasst uns ein Like da. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für Zugucken. Tschüss.